Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache aktuell die J9 in Salzburg. Das ist eine Jüngerschaftsschule, die geht für 9 Monate. Da beschäftigt man sich ziemlich viel mit Persönlichkeitsbildung, dem Glauben und schaut auf ganz viele Bereiche in seinem Leben genau an. Und wir haben den Auftrag gekriegt, zu fünft ein Video zu produzieren, wo es über Erlösung geht. Christen reden viel über Erlösung, aber was ist das eigentlich wirklich? Und das sollte dieses Video jetzt einfach ein bisschen zeigen. Und da würde ich sagen, viel Spaß. Hunger und Armut beherrschen die Welt. Katastrophen, Neid, Hass und Gewalt übernehmen das Steuer. Wir versuchen Erfüllung zu finden. Irgendwann merken wir, wie es beginnt zu schwinden. Depressionen und Angst beherrschen die Welt. Das Böse scheint zu siegen. Dann fragt man sich plötzlich: Gott, wo bist du geblieben? Ist das alles, was wir kriegen? Kein Ausrutscher, kein Fehler ist erlaubt. Wenn du nicht funktionierst, wirst du ersetzt, egal wie sehr dich das verletzt. Flucht in Alkohol, Instagram oder toxische Beziehungen. Um dort vor dem Alltag wegzulaufen, ihn zu vergessen und die Leute, die dich stressen. Stress, ein furchtbares Wort, aber trotzdem befindet es sich an jedem Ort. Wir müssen schneller und schneller und schneller sein. Alles muss gelingen. Denn wenn wir keine Leistungen bringen, bedeuten wir nichts. Wertlos sind wir und lassen uns von all dem zwingen. Das Leid anderer ist uns nicht so wichtig. Number one sind wir. Stolz und Egoismus, an das glauben wir hier. Hauptsache, uns geht es gut. Aber stopp! Schau in dein Herz. Ist das nicht zerbrochen? Sehe ich da nicht 1000 Scherben? Und du versuchst es, von allen anderen zu verbergen. Du bist ausgeschlossen und verachtet. Man wird zum Außenseiter und von den Menschen nicht mehr beachtet. Maske für Maske wird aufgesetzt und immer auf die anderen gehetzt. Dein Herz, es blutet. Sind hinter den Fassaden nicht Wunden? Sitzt da nicht ein Schmerz? Eine Angst, verletzlich und schwach zu sein. Angst, ehrlich zu sein. Aber nein, irgendwer redet dir ein. Alles ist doch gut. Und doch diese eine Frage: Bin ich wirklich genug? Stell dir vor, es gäbe jemand, der barmherzig ist, dich unfassbar liebt und alles für dich gibt. Der dir entgegenrennt mit offenen Armen, dort wärst du sicher getragen. Stell dir vor, es gäbe jemand, der sich nach dir sehnt, nach Beziehung, umwerbend wie ein Bräutigam vor dir, würde er warten an deiner geschlossenen Herzenstür. Ja, da gibt es jemand, der Vorhang riss entzwei. Durch ihn sind wir frei. Sein Name ist Jesus, der dich bedingungslos liebt, dir alles vergibt. Vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Von aller Schuld hat er dich befreit. Durch seinen Tod am Kreuz bist du geheilt. Mit unerträglichen Schmerzen gestorben. Du warst es ihm wert, er hat sich nicht einmal beschwert. In ihrer Identität als Söhne und Töchter Gottes sind sie unentbehrlich. Weil sie wissen, wer sie sind, sind sie gefährlich. All ihr Glaube und Hoffnung beharrt auf den Retter der Welt. Sie geben sich ihm vollkommen hin, denn Autorität erlangen sie durch ihn. Der Kompass in ihrem Herzen zeigt auf ein Ziel, die Ewigkeit. Denn ihre wahre Heimat ist im Himmel. Wir sind vollkommen befreit.
Sie sind Kinder des Höchsten. Ohne Furcht gehen sie voran. Sie sind eine Generation, die aufsteht, sich erhebt. Er, der Herr, sie auf seinen Schultern trägt. Keine Furcht kann sie lähmen, neues Land einzunehmen. Sie spreaden das Evangelium, sind Salz und Licht der Erde. Alles ist ihr Erbe. All unser Lob und Dank gebührt ihm allein. Der König der Könige schreitet jetzt ein. Sein Name ist Jesus, unser Erlöser.